Heureka! Ich habe es gefunden. Das war der glückselige Ausruf von Archimedes, der unbekleidet durch Syrakus gelaufen ist. Er war gerade aus dem Bad gesprungen. Er hatte etwas gefunden, nämlich sein Prinzip, das archimedische Prinzip. Und auch wir haben etwas gefunden, für Sie gefunden, österreichische Pionierleistungen, die nicht ganz so bekannt sind, es aber sein sollten. Heute fahren wir auf den Rosenhügel und gehen dort in die ehemalige Filmstadt Wien, in ein Tonstudio, das seit vielen Jahren in Betrieb ist, aber erst seit wenigen Jahren in seiner wirklichen Bedeutung erkannt. Die Rosenhügel-Studios, eine österreichische Legende. Alles abgebrochen. Nein, nicht alles abgebrochen. Zwei denkmalgeschützte wichtige Teile stehen noch da. Die Synchronhalle. Und die Halle 1, diese Halle wurde 1923 eröffnet. Ein Film-Ehepaar, österreichische Filmpioniere, der Anton und die Luise Kollen, haben 1910 die Kunstfilmindustrie gegründet und haben das dann in Vita-Film umbenannt. Und die haben dieses Studio hier gebaut. 1921 hat man es schon benutzt. Da wurden Dokumentarfilme gedreht, aber vor allem der gewaltige Monumentalfilm Samson und Dalila. Und während der Bauzeit hat man die Jupiterlampen erfunden. Die Jupiterlampen waren ein großes Glück für den jungen Film, denn damit konnte man nun auch ohne Tageslicht drehen. Damit wurde der Rosenhügel das erste Kunstlichtstudio von ganz Europa. Das war damals schon eine wirklich gewaltige Pioniertat. Etwas links und dann flammen die Scheinwerfer auf, die Kameras surren, die Arbeit beginnt. Wien filmt wieder. Alles fertig? Die Nazi-Zeit hat allerdings für den Rosenhügel auch Vorteile gehabt. Die haben hier sehr, sehr viel Geld reingesteckt und haben ein Tonstudio gebaut, das alle Stücke gespielt hat. Das auch bekommen sollte eine unterirdische U-Bahn-Station, auch bekommen sollte einen kleinen Flugplatz, damit die Stars angereist kommen können. Und da hat man gemerkt, es vibriert zu sehr. Und wegen dieses Vibrierens hat man sich etwas ganz Besonderes ausgedacht und hat eine Art Haus im Haus gebaut. Wenn Sie zu Hause eine Schuhschachtel haben und Sie stellen eine andere Schachtel hinein, so ähnlich funktioniert dieses System. Ein Haus im Haus. Wir zeigen es Ihnen. Der Herr dieses wunderbaren Tonstudios ist Herbert Tutzmandl. Herr Tutzmandl, diese idealen Produktionsbedingungen, lese ich, gibt es auf der Welt höchstens 5-6 Mal. Also diese Säle, die speziell gebaut wurden, um Orchestermusik aufzunehmen, sind relativ rar gesät, das stimmt. In der Regel findet man Konzertsäle vor, die gebaut wurden, damit man Musik als Zuhörer hört oder sind adaptierte Räumlichkeiten. Eine Halle, die wirklich für Tonaufnahmen konzipiert und gebaut wurde, ist eine Rarität und das ist eine der 4 oder 5, die es auf der Welt gibt, die in dieser Größenordnung verfügbar ist. Dann hat es der ORF gekauft und der ORF hat es weiterhin benutzt. Und es wurde hier nicht mehr allzu viel gemacht, aber es wurde sehr vieles doch noch an Musik produziert. Zum Beispiel auch mit der einzigen Filmorgel, die es heute noch gibt. Auf der Welt gibt es ein paar, aber keine von dieser großen Qualität wie die hier auf dem Rosenhügel. Mein Bruder macht im Tonfilm die Geräusche, das hat er schon als Kind so gut gekonnt. Er macht es so, dass ich mich selber täusche. Es gibt nichts, was mein Bruder nicht vertut. In der langen Geschichte dieses Tonstudios war zum Beispiel Herbert von Karajan schon hier am Werk. Aber es wird was ganz anderes hier auch produziert. Ja, wir spezialisieren uns auf Filmmusik, weil unser Kundenkreis in erster Linie aus Filmkomponisten besteht. Die Herrschaften, die in Amerika in der A-Liga unterwegs sind, ein Hans Zimmer, ein Danny Elfman, ein Alan Silvestri, sind sehr interessiert, in Zukunft hier in Wien ihre Soundtracks aufzunehmen. Der Rosenhügel und sein Tonstudio haben wunderbare Produktionen gesehen. In jüngerer Zeit Michael Haneke, die Klavierspielerin, oder Franz Antl, der Bockerer, oder heute Heureka. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.